Wir gehen auf Sendung. Mats und Ton ab. Einen schönen guten Abend wünsche ich allen, jetzt aus vor Fernsehapparat sitzen. Ja. Haben Sie gut eingekratzt? Hm. Ganz schön kalt draußen, was? Dabei haben wir erst Winter. Ja. 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 Na, setzen wir uns ein bisschen zusammen. Ja. Guten Abend, die Madl. Servus, die Buben. Ja. Ja, die Einsamen, die Kranken nicht zu vergessen. Na ja, die Kranken sterben halt leider nicht aus. Ja, ganz besonders begrüße ich natürlich meine gesunden Zuseher. Was ist? Sind wir noch alle gesund? Ja, nicht verzweifeln, wird schon werden. Ja, dann begrüße ich auch meine Mitarbeiter am Flügel, Professor Gustav Nassibor. Servus, Professor. Ein klasse Bursch. Na ja, zunächst möchte ich alle meine Freunde in den Bundesländern begrüßen und gleichzeitig um Entschuldigung bitten, weil ich heute nur von Wien rede. Aber die Wiener Stadt feiert etwas ganz Besonderes, nämlich den Fasching. Ja. Und da habe ich so ein kleines Gedicht gefunden. Fasching in Wien. Ja. Fasching in Wien von Nikolaus Brtava. Ja. Wenn es zu Gäst durch die Stadt und kein Schwalm mehr fliegt, wenn der Suma schon längst am Zentralfriedhof liegt und der Wirschl mal sagt, meine Zecken sind hin, ja, lieber Freund, dann ist Fasching in Wien. Ja. Ja, der Nikolaus Brutava. Das war halt nur ein Bursch. Da, wenn wir gerade so richtig in Stimmung sind, darf ich Ihnen gleich meinen ersten Gast und sagen, es ist eine heurige Sängerin. Ja, ja. Unsere Urgroßeltern haben sie schon kennt, bei Gustl. Ja. Es ist die ewig junge Hagel Mali. Servus Mali. Na, sehr was, hab ich gesagt. Was hast du gesagt? Na, sehr was, hab ich gesagt. Ah, ich schon recht, ich fang gleich an. Na, ne? Na, warte ein bisschen. Gehen wir zuerst zum Gustl, der Gustl hat's Klavier schon. Ja, ja. Zumal ich fang gleich an. Was ist das? Na, warte mal, na, gehen wir zum Mikrofon. Ich geb deinen Einsatz, ne? Na, ist ja schon eine alte Frau. Ne? Ja. Aber sonst recht fesch. Ne? Ja. Ja, also pass auf, Mali, gib das Zeichen. Achtung, fertig. Los! Ja. Ja. Da fragt der Bauer ein Nussbaum und der stand im Heiligstand. Die Mutter war ein Reblaus, die am Nussbaum knappert hat. Es war eine gute Ehe, wer was anderes sagt, der lügt. Weil meine Mutter hat vom Vater stets die schönsten Nuss im Krieg. Weil meine Mutter
Ich will einen kleinen Streisel überreichen. Ja, du sollst schon ein bisschen riechen. Gut duften tun sie auch. Aber der für Streisel wiederholen, ich brauch's für meine nächste Sendung. Dankeschön. Ja, meine Freunde in den Bundesländern, das war Wien. Ja. Das ist schon etwas Eigenes mit der Stadt. Ne? Große Leute haben hier gelebt. Hm? Na, ich denke nur an den Josef Gruschella, hm? Der erste Watschenmann. Hm? Oder der Ferdinand Schistranek, hm? Der zweite Watschenmann. Hm? Na, oder der Bürgermeister Felix Labig. Nicht, aber gehen wir weiter. Ich mein, das ist ja, ja.